Es war sein größter Triumph, Gold im Beachvolleyball bei den Olympischen Spielen in London. Nun gibt Jonas Reckermann überraschend den Rücktritt bekannt. Rückenprobleme zwingen den 33-Jährigen zu diesem Schritt. Er leide schon seit längerem an einem fortgeschrittenen degenerativen Prozess an der Wirbelsäule. Bei einer MRT-Untersuchung Ende Dezember entdeckte man im Rückenmarkskanal eine Zyste, die auf einen Nerv der Lendenwirbelsäule drückt. Bereits 2006 musste der Kölner ein Jahr wegen Rückenbeschwerden aussetzen. Dieses Mal gibt es für diesen Schritt keine Alternative. Bei Beibehaltung der bisherigen Trainings- und Turnierintensität käme es zu einem Fortschreiten der irreversiblen Schädigung, so sein langjähriger Sportmediziner Dr. Kass. Das Duo Brink-Reckermann hatte den Sport Beachvolleyball wieder ins Rampenlicht gerückt. Über 8 Millionen TV-Zuschauer verfolgten ihr nächtliches Goldmatch in London. Die Entscheidung fällt mir aus diversen Gründen sehr schwer, aber Gesundheit kann man sich nicht kaufen und die geht letzten Endes vor, schreibt Reckermann auf seiner Internetseite. Sie waren ein eingespieltes Team. Das Duo Brink-Reckermann feierte neben dem Olympiasieg noch einen Weltmeister, 2 Europameister und 3 deutsche Meistertitel. Mit seinem vorherigen Partner hatte Reckermann zudem je 2 weitere europäische und deutsche Meisterschaften gewonnen. 2012 erhielt er zusammen mit Brink den Bambi in der Kategorie Sport und das silberne Lorbeerblatt. Zusammen hätten sie gern ihr Gold in Brasilien verteidigt. Auch Julius Brink, mit dem Reckermann vor 5 Monaten olympisches Gold gewann, bedauert die Entscheidung, hat aber Verständnis. Neuer Spielpartner von Brink wird der bisherige Trainingspartner Sebastian Fuchs. Jonas Reckermann wird aber weiterhin Mitglied des Teams bleiben. In welcher Funktion ist noch offen.